Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock mitgebracht für das tolle Game hier, was wirklich mittlerweile sehr viel Spaß macht, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und es ist sehr, sehr schwierig an vielen Stellen. Aber wir haben ja auch einen neuen Spielstand gemacht und der hilft uns tatsächlich jetzt dabei, dass wir hier nicht mehr so viele Wildtiere haben und so viele Plünderer auf einmal. Wir hatten den Schwierigkeitsgrad einfach so schwer eingestellt, dass wir da nicht gut mit parat kamen. Und in dem Fall war es einfach zu schwer geworden. Also ich bin jetzt eigentlich niemand, der sich vor irgendwelchen Herausforderungen der irgendwie kneift oder so. Aber das war wirklich kein schöner Anblick. So, hier haben wir einen Händler. Da schauen wir eben mal kurz rein, was die so verkaufen. Kühe lasse ich erstmal komplett weg. Das bringt uns noch gar nichts. So, mit dem hier können wir leider gar nichts anfangen. Was ist mit dir? Der würde Räucherfleisch... Ne, würde auch nicht. Der verkauft Räucherfleisch. Okay, gut. Dann bringen die uns jetzt gerade noch nichts. Hier wird ein Markt gebaut, um die Attraktivität zu erhöhen. Bäckerei wollte ich bauen und eine Mühle, ne? So, sind wir denn hier schon dabei, Getreide anzubauen? Ne, das wollte ich nämlich auch auf dem Feld hier machen. Wir lassen mal auf 2 laufen, dass es mit dem Feld ein bisschen flotter geht. Beim Feldanbau habe ich tatsächlich auch ein bisschen was gelernt. Da ist es tatsächlich so, dass wir den Acker erweitern können. Aber es gibt halt auch sehr viele Sachen, wo man halt darauf achten muss, dass man immer wieder mal ein Jahr einbaut, wo man sowas hier macht. Damit man einfach auch ein Stück weit das Problem entgegenkämpft, dass die Unfruchtbarkeit halt einfach besser wird. Unkrautniveau ist hier nämlich jetzt recht hoch. Das wird sich aber im nächsten Jahr ändern. In der Hoffnung, dass das dann besser wird. So, jetzt gucken wir mal eben hier. Okay, haben wir jetzt ein bisschen das Sandniveau erhöht. Damit steigt die Fruchtbarkeit, also der Ertrag unserer eigentlichen Geschichte, unserer eigentlichen Anbaufläche und somit halt auch für die einzelne Frucht, die wir gerade anbauen. Das ist auch gut. So. Oh, hier haben wir tatsächlich einen Jagdgrund, der komplett... Obwohl, hier haben wir ja einen Jäger. Der auch 3 komplette Jagdgründe drin hat. Wir haben eine bevorstehende Hitzewelle, aber wir produzieren endlich mal genug Essen. Das war immer eine Riesenkatastrophe. Mal eben schauen. Attraktivität steigt aber auch. Das ist auch gut. Hier wird die Schule gerade gebaut. Die sollte auch die Attraktivität ein bisschen anheben. Der Markt hier vorne sollte das tun. Da können wir nur hoffen, dass das ein bisschen besser wird. So, wir haben einen Friedhof gebaut. Das ist auch gut. Ja, das Rattenfängerhaus würde ich jetzt tatsächlich noch nicht direkt bauen wollen, obwohl wir nehmen ja Geld ein, ne? Wir sind sogar im Plus. Steuern, Dienste. Das Problem ist, wir nehmen 15 Steuern ein, das Rattenfängerhaus kostet aber 8. Das ist natürlich schon krass. Und die Schule, nee, das Heiligkundehaus, das haben wir aber auch schon gebaut. Ah, es ist halt, ja doch, auf jeden Fall aufnehmen jetzt. Müssen wir Wohnraum schaffen. Setzen wir hier einfach eine zweite Häuserreihe hinter. So, Straßen. Durch Gebäude blockiert? Wo sind dann... Ach, verdammt, da ist ja ein Garten. Scheiße, hab ich gar nicht gesehen. Ja, ich bin ja dabei. Ich kann ja nicht hexen.
Wir haben doch gerade Leute aufgenommen. Ist das nur einer gewesen? Das kann ja nicht sein, oder? Dann packe ich hier mal den hier, packen wir mal hier raus. So, und dann darfst du im Markt arbeiten. Ich glaube, das ist die klügere Variante. Sägewerk haben wir aber hier, ne? Ja, die produzieren aber auch. Brauchen aber mehr Holz. Was ist hier? Gerberei, die machen Felle. Das ist Sammlerhütte. Dem sollten wir mal hier einen temporären Wohnraum hinbauen. Und vor allem, Wasser. Weil das bezieht dann die hier alle mit ein. Das ist eine ganz gute Geschichte. So. Ich weiß nicht so ganz, ob das mit der Straße hier so klug war. Wir entfernen die mal und bauen die Straße mehr an die Häuser dran. Ah ja. So. Wir sind jetzt im Sommer schon. Also dieses Jahr noch was anzubauen lohnt sich nicht. Wir werden jetzt erstmal hier... Nee, das machen wir im nächsten Jahr. So, das haben wir das nächste Jahr nämlich hier den ganzen Scheiß mal im Griff. Und dann zu Beginn des Jahres sollten wir... Ja, die haben keine hohe Frosttoleranz. Ne, setz dich mal hier hin. Und am Anfang des Jahres könnte man dann dafür hingehen und dann Karotten setzen. Das ist eine gute Sache. So, und am ersten Jahr würde ich sagen, machen wir am Anfang die Steckrübe vielleicht. Haben wir an den anderen? Ja, hier haben wir den Flachs drin. Das ist gut. Das bedeutet, im zweiten Jahr werden wir das hier hinten hinsetzen. Und am Anfang irgendwas Frosttolerantes so hin. Das ist gut. So, und wenn das jetzt dann übernächstes Jahr angebaut wird, können wir auch hingehen und die Bäckerei und die Mühle bauen. Dann können wir nämlich Brot herstellen. Sieht doch gut aus hier. Wir haben zwei Nahrungsmittel angesetzt. Also wir stellen zwei Nahrungsmittel zur Verfügung. Wurzelgemüse und Heuschafleisch. Wir haben einen Brunnen. Jetzt brauchen wir nur noch die Attraktivität auf 30 erhöhen. Das ist doch geil. Funktioniert doch gut. So, die temporäre Wohneinheit wird auch fertig. Der Brunnen wird gebaut. Das hier kommt auch in Fahrt. Also ich glaube, dass ich eine ganz gute Entscheidung damit getroffen habe, dass wir hier hingegangen sind und den Kram nochmal neu mit einem neuen Speicherpunkt gemacht haben, weil das war einfach katastrophal vorher. Das hätte uns absolut nur Nerven gekostet und einen Ruin getrieben. Übrigens eine sehr wichtige Geschichte, dass ihr hier hingeht und die Zäune am besten fertigstellt, bevor ihr irgendwas anpflanzt, weil das reißt euch nachher den Arsch auf, das verspreche ich euch. Tiere, die fressen euch alles kurz und klein und das endet meistens nicht gut.
Die haben tatsächlich noch Getreide angebaut. Das ist natürlich auch krass. Kann hier Getreide gelagert werden? Nee, ne? Nee. Wir müssen hier irgendwie ein Lager hinsetzen, was Getreide lagert. Hier, Kornspeicher. Das ist ein Gebäudelagerung von Weizen. Sehr gut. So, dann kann das nämlich auch eingelagert werden. 3 Feldfrische wurden von Wildtieren gefressen. Ja, das ist jetzt gerade halt noch doof, aber das es interessiert mich ehrlich gesagt auch erst im nächsten Jahr. Die Schule braucht auch echt lange zum Bau. Aber wir brauchen halt Bretter. Und Bretter werden hier halt im Moment nur hier hergestellt. Und die stellen mir ehrlich gesagt auch zu wenig her. Wir gucken mal, ob wir nicht vielleicht noch ein zweites... Stapelplatz. Haben wir irgendwo einen Stapelplatz? Oder müssen die das von hier hinten irgendwo... Hier müssen die das... Nee, das ist auch ein Lagerhaus. Wo ist denn der Stapelplatz? Hier. Da ist Brennholz drin, aber kein Holz. Wir hatten doch irgendwo so eine Arbeiterstätte gebaut. Wo haben wir das denn gemacht? Arbeitercamp. Ja gut, hier ist jetzt nichts mehr zum Arbeitercampen. Temporäre Wohnhaus. Jetzt müssen wir hier aber noch gerade einen Brunnen hinsetzen. Das wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Das Problem ist, dass hier tatsächlich gar nicht mehr so viel ist, was man abholzen könnte. Das ist das einzige Problem, was ich habe mit Holz. Also es gibt wirklich nicht so viele Holzressourcen hier. Hier hinten sieht das schon noch besser aus. Aber wenn ich jetzt hier ein Arbeitercamp hinsetze, sieht das auch relativ schnell genauso aus. Wobei, der muss nicht priorisiert werden. Das kann man eigentlich mal runtersetzen. Auch erfreulich und sind mal nicht ein Haufen Leute krepiert. Ich muss mal ganz kurz noch die Kamera umstellen, weil bei dem Spiel ist es tatsächlich klüger, die nach unten links zu setzen, weil sonst werden euch die Fenster verdeckt. Scheiße. Mann! Du. So. So, in diesem Jahr wird jetzt als erstes mal abgebaut. Sprich, hier könnte man jetzt wirklich mal priorisieren, weil den Kornspeicher, den werden wir brauchen. Aktivieren. Ach scheiße, dafür brauchen wir schwere Werkzeuge. Moment, Bau deaktivieren. Deaktivieren. Wie kriegen wir denn schwere Werkzeuge? Das Lager dieses Gebäudes ist voll. Bognerei, okay. Schusterwerkstatt, der stellt auch fröhlich was her. Was ist hier? Wird Kleidung hergestellt. Das läuft aber auch ganz gut. Kleidung wird auch hergestellt. Sehr gut.
Ja, das mit den Brettern ist echt ein Problem. Da muss ich mich mal gerade drum kümmern. So, wir gucken mal gerade, was hier so ist. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Holz. Wobei hier ist auch hier ist jede Menge Holz. Moment, das ziehen wir mal eben um. Das können wir auch umziehen, sehr gut. So, der ist nicht aktiviert, der Bau, weil das eine erst abgebaut werden muss. Okay. Okay. Ja, den Brunnen lassen wir mal stehen. Wer weiß, ob sich hier nicht vielleicht die Flora wieder erholt. Dann können wir da nachher wieder umziehen. Ich brauche auf jeden Fall mehr Bretter. Das mit den Brettern ist ein Problem. Ressourcen. Sägegrube. Wir haben auch kein Holz, ne? Das ist echt scheiße. Ja, das andere Problem ist, wir haben tatsächlich nur dieses eine Arbeitercamp. Ich glaube, ich baue mal ein zweites. Das mache ich gleich, sobald hier der Weg freigeräumt ist. Vielleicht ist dahinter ein bisschen Wald. Dann können wir da auf jeden Fall ein bisschen was machen. So, in diesem Jahr wird jetzt hier tatsächlich erstmal nur umgebuddelt und neu gemacht. Bodenfruchtbarkeit, was machen die nochmal? Ja, Unkraut, Unkraut wiederherstellen. Hier ist auch Unkraut, dieses Jahr ist hier auch Regeneration und hier auch. Sehr gut, das heißt in einem Jahr wird alles regeneriert. Könnte tatsächlich sein, dass es gar nicht so klug ist, aber das müssen wir mal abwarten. Haben wir da tatsächlich vergessen, den Sammler einzusetzen. Der ist jetzt aber am Start. So, verkauft einer von denen Holz? Was ist das? Armbrust, okay. Kauft, der kauft alles. Nur hier unten würde er Holz verkauft er. Ja, jetzt haben wir eingekauft. Wir müssen eigentlich verkaufen und nicht einkaufen. Das ist ein bisschen doof. So, jetzt müsste das Holz im Stapellager ankommen und wir bekommen dafür dann auch dann gleich ein bisschen Holz auf Tasche. Jetzt müssen wir langsam auch ein Auge darauf haben, dass wir wieder mehr Essen produzieren. Ich habe ja gesagt, das hier könnte tatsächlich nach hinten losgehen. Dass wir in allen 3 Jahren, obwohl hier wird ja Essen produziert. Hier wird auch Essen produziert. Das könnte vielleicht so gerade gut gehen. Felsbestand ist runter Niveau. Das Unkrautniveau ist ein bisschen gefallen. Wie sieht denn das hier mit dem Rückbau aus? Geht das mal vonstatten?
Wieso nimmt der immer dieses Bau aktiviert raus? Das scheint ja tatsächlich richtig zu sein. Na gut, hier stehen ja auch die Arbeitsstunden. 20 Stück noch, bei dem anderen 30. Ich glaube tatsächlich, ich muss mich ein bisschen darum kümmern, dass, dass wir mehr Arbeitercamps haben. Das funktioniert so nicht. Warte mal. Irgendwo hier war das doch, oder? Vertue ich mich da jetzt? Arbeitercamp. Wo ist das Arbeitercamp? Hier. Arbeitercamp. Alles klar. Warum geht da kein Scout mal hin und guckt sich das mal an? So, Straßen. So. In der Hoffnung, dass wir dann deutlich mehr Holz produzieren, weil das ist echt ein bisschen ärgerlich. Im Moment haben wir 69 Dorfbewohner. Aber das wird hoffentlich noch steigen. Jetzt bald. Aber dadurch, dass ich die Codierung umgestellt habe auf GPU, läuft das Spiel auf jeden Fall in-game nicht mehr so laggy. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. So, der ist auch zufrieden. Wenn der jetzt noch Wasser bekommt, dann ist der komplett zufrieden. Das ist doch super. Ja, hier wird auch schon gebaut. Aber das Umsiedeln hier hinten, das dauert echt ewig, ne? 20, 30, 10. 4 Arbeiter, 5. Neue Dorfbewohner geboren. Top. Es kommen immer mehr Leute ins Dorf. Das ist super. Wir brauchen halt die Leute, weil wir müssen halt gucken, dass wir hier mehr Arbeiter haben, weil wir brauchen mit der Zeit so solch rohes Arbeitspensum stellenweise, dass wir sonst nicht hinterherkommen mit dem ganzen Blödsinn. Aber das wird irgendwie schon hingehen. Kornspeicher wird auch fertig. Oder fertiger, sagen wir es so. Holz ist echt ein Problem. Aufnehmen, rein damit. So, jetzt haben wir auch einen Lehrer. Krass, alles, also hier sehr viel jetzt geht an die 30%. Das ist super, hier ist 30%. Das ist doch super. Ein Gebäude steht in Flammen. Da ist aber ein Brunnen direkt drumherum. Das ist gut. Das ist eine Hütte. Kommt schon. Löscht das Feuer, Leute. Top. Hier unten... Ach, da, doch, da steht ein Brunnen. Ich wollte gerade sagen. Hier ist auch ein Brunnen. Okay. Ich habe gelesen, dass man die Imkerei tatsächlich auch mitten ins Feld stellen kann. Das würde ich gerne mal versuchen. Nahrungsproduktion... Scheune, Baumschule müssen wir auch noch eine bauen gleich. Fischerhütte, Räucherei, Sammlerhütte, Ressourcen. Ja, hier Imkerei, ne? Würde ich tatsächlich vielleicht erstmal nur in das eine reinsetzen, weil die hier sind recht klein dafür, ne? Würde ich es lieber dahin setzen.
9 Bretter und unser Getreidespeicher ist fertig. Und im nächsten Jahr gibt es dann endlich Getreide und dann können wir auch gucken, dass wir Brot backen. Obwohl, wir müssen ja diese schweren, was war das? Schwere Werkzeuge müssen wir noch haben. Das kriegen wir bestimmt nur über die Schmiede, ne? Töpferei, Weberei, Kerzen, Sandgrube, Seifensiederei, das müssen wir auch noch bauen, damit die sich putzen können. Okay, hier haben wir es nicht. Nahrungsvorräte sind knapp, ja, scheiße. Ziegelei, Schmiede, hier. Produziert Schwerter, Werkzeuge und schweres Gedöns. Okay, da sollten wir auch noch einen Brunnen hinsetzen. Moment, unter Ressourcen. So. Das haben wir alles. So, jetzt bauen wir aber erstmal eine Baumschule. Nahrungsproduktion. Baumschule. So. Ah ja, Arbeitercamp hier hinten ist fertig, sehr gut. Mal direkt mal 4 Leute reinstecken. So, jetzt wird hier auch gebaut. Hier ist alles schon abgerissen, das ist super. Hier wird jetzt gleich die temporäre Unterkunft fertig. Oder ja, jetzt ist sie fertig, sehr gut. Und hier unten wird das bei das zweite Arbeitercamp fertig. Das heißt, mit dem anderen Krempel, also was hier Holz angeht, das sollte sich dann hoffentlich bald erledigt haben. Vielleicht auch gar nicht so dumm, wenn wir hier noch ein zweites Stapel, einen zweiten Stapelplatz hinsetzen. So, dann kann man da nämlich ganz gut das Holz lagern, was von den beiden Seiten hier kommt. So. Aber bisher haben wir immer noch kein Wasser gefunden, ne? Aber immerhin sind hier auch wieder Nahrungsquellen, das ist gut. Weidenbusch. Influenza? Scheiße. Gibt es da keine Impfung gegen? Vielleicht setzt mal hier unten neben die Arbeitercamps auch noch eine zweite Sägerei. So. Baumschule haben wir 2 gebaut. Da werden wir vielleicht sogar noch eine dritte setzen. Vielleicht hierhin oder hierhin. So, das erste Jahr, in dem wir jetzt Weizen produzieren werden. Als erstes kommen die Karotten. Ich hoffe, dass der Kornspeicher fertig wird. Wobei ich gerade mal schauen muss, hier unten, ne? Genau hier.
Das ist die Schmiede. Dafür brauchen wir das Stadtzentrum auf Stufe 3. Und für das dritte Stadtzentrum brauchen wir 25 Heimstädte und 125 Leute, die da wohnen. Hm. So, die Attraktivität steigt ja hier. 30, 30, 30. Alles hier auf 30. Auch 30, 30, 30. Läuft, würde ich sagen. Wir sollten auf jeden Fall eine zweite Schule bauen. Ja, und das Rattenfängerhaus tatsächlich wahrscheinlich, ne? Boah, das Theater hat monatliche Kosten von 20 und kostet 1000 Gold. Das ist natürlich eine harte Kiste. Apotheke und eine Kneipe. Was ein Gebäude? Ja, das wird aber schnell gelöscht jetzt gleich. So, jetzt halten wir mal eben an. Weil jetzt würde ich gerne mal gucken, was können wir denn hier reinbringen, dass wir hier das Fleisch zum Beispiel, da könnten wir mal ein bisschen was von... Ach, im Handelsposten ist davon jede Menge, okay. Steine. Blattgemüse. Ach so, das habe ich jetzt auch verstanden. Ein bisschen Getreide können wir auch einlagern. Machen wir mal auf 100. Wir kriegen ja dieses Jahr wieder welches. Talg. Ton. Ah, nee, nee, das lassen wir mal. Ton brauchen wir zum Bauen. Pelle. Also... So, dann hier. So, dass wir da ein bisschen was drin haben. Wenn die dann kommen, dass sie auch was kaufen können. Gut. So, der zweite Trader, der ist auch da. Ach, guck mal, der kauft jetzt auch Felle. Das verkaufen wir gleich mal. Ah, scheiße, da müssen wir jetzt noch warten, bis die da sind, ne? Ja, okay. Steine brauchen wir auch. Also es ist hier echt ein bisschen karg alles, ne? Wir finden hier kaum Steine oder sonst irgendwas. Hier ist natürlich wieder geil. Medizinische Wurzeln, cool. Direkt mal eine Sammlerhütte hinsetzen. So. Bretter und Steine. Steine ist auch echt ein Problem, ne? Findet man hier auch nicht viele. Zumindest nicht in der nahen Umgebung. Hier oben wären welche. Thank you.
Plünderer? Ja, ach nö. Ja, so viel zu dem Thema, ne? Jetzt ist der sind die Trader natürlich auch abgehauen. Jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr, Geld einzunehmen. Das ist schade. Muss ich bis zum nächsten Jahr jetzt mit warten. Zehn Fellmäntel, 27, 200 Räucherfleisch, scheiße. Und Geld haben sie uns, glaube ich, auch noch geklaut. Und unsere Ernte ist halt auch im Arsch. Ah, jetzt kommt hier alles aufeinander, ne? Jetzt wird es richtig dick, ey. Okay. Im nächsten Schritt gibt es auf jeden Fall Getreide. Das ist gut. Und ich sehe gerade, dass ich zumindest jetzt ein bisschen unser... So, hier muss Holz abgebaut werden. Komm, Lotion. Hier sind 4 drin, alles klar. Da fehlen noch 5 Stunden. 5-mal Holz, okay. Aber hier läuft. Hier kommt Holz rein und hier sind auch 4 Leute am Arbeiten. Ist doch gut. Problem ist das Ding mit den Steinen halt noch, ne? Da müssen wir irgendwie mal gucken, ob wir da irgendwie zu was kommen. Weil ich sehe hier nirgendwo irgendwie Stein vorkommen. Ich meine, hier oben ist jede Menge Stein. Vielleicht sollten wir hier auch noch so ein Arbeiterlager hinstellen. Mit dem Arbeiterlager, da habe ich es nicht mit, ne? Es ist hier. Ach, guck an, unsere Baumschulen sind aber fertig. Hier, die fehlt noch. Aber die kann schon mal arbeiten. Das ist doch schon mal was. Jetzt bin ich gerade überlegen, was ist das hier? Apfel. Achso, das sind Bäume. Okay. Ja, da haben wir einiges drauf untergebracht. Da kommt wieder ordentlich Nahrung rein. Temporäres Haus ist irgendwie, wird gar nicht genutzt. Okay, haben wir im Moment keine Arbeit dafür. Wie sieht es hier oben mit dem aus? Ist das ordentlich ausgelastet? Ja, hier sind 4 Leute drin. Okay.
Ja, das steigt jetzt auch wieder so. Hier oben holen wir uns auf jeden Fall nachher Steine. Wenn das Ding hier fertig wird. Hier ist auch Gold, krass. Haselnuss, Sumach und Kohle, sowie auch nochmal Sumach. Ja, also Stein ist jetzt tatsächlich noch ein kleines Problem. Wir müssen jetzt natürlich noch schauen, dass wir hier ein bisschen Verteidigungsanlage aufbauen. Ich würde tatsächlich versuchen wollen, unseren ganzen Dorfkern irgendwie in so eine Art Mauer zu setzen. Da müsste ich mal gucken. Ja, hier sowas zum Beispiel. Palisaden, Felfel, Raubtier, Nutzvieh fernzuhalten. Na, nähernde Feinde auf, erschweren Angreifern das Eindringen ins Dorf und geben der Verteidigung Zeit zu reagieren. Die Kosten beziehen sich auf 5 Meter Mauerlänge. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir das irgendwie mal bauen. Das wäre auf jeden Fall mal eine gute Sache. So, ein Call. Wieso verbessert sich das nicht? Bitte erfüllt derzeit nicht die Verbesserungsbedingungen. Medizin. Brennholz. Nahrung. Okay, wir müssen hier noch ein bisschen was tun, damit sich das verbessert. Aber das kriegen wir auch noch hin mit der Zeit. So, hier oben wird... Hier, alles klar. Ist alles... Nee, ist immer noch nicht alles da. Holz fehlt noch. Von den Imkereien ist auch nichts fertig. Ja, das ist halt das Problem, wenn du an so vielen Stellen halt zu arbeiten hast, ne? Dann ist es halt schwierig. Also was heißt zu arbeiten hast? Du hast einfach das Problem, dass du versuchst natürlich alle Gebäude in einer gewissen Schnelligkeit fertig zu machen. Und das funktioniert halt nicht, weil deine Ressourcen halt nicht vorhanden sind. Aber das kriegen wir mit Sicherheit noch schneller hin. Mit der Zeit. Da ist die Straße, die habe ich gar nicht gesehen. Scheiße. Ich versuche mal 2 Reihen von jeder Frucht zu setzen. Das wird hier, glaube ich, nicht mehr ganz klappen. So. Okay, da müssen wir auch gucken, dass wir mit der Zeit das für Holz fällen, ansonsten kriegen wir hier auch ein Problem. So, jetzt haben wir das Sägewerk auch voll, sehr gut. Hier ist voll, ah, es steigt direkt schon, alles klar, sehr gut. So, hier fehlt noch 5 Holz, 4 Holz. Kommt Leute, wir haben genug Holz am Start, das muss doch jetzt schneller gehen. So, ich würde gerne vielleicht noch ein zweites Heilkundehaus bauen. Weil im Moment haben wir nur einen Arzt. Und das ist, glaube ich, nicht so geil. Das Heilkundehaus braucht 100 Gold? Tatsache, krass.
Das finde ich heftig, dass das Heilkundehaus so viel Gold braucht. Das hätte ich nicht gedacht. Ah, hier ist zumindest schon mal eine Imkerei fertig. Das ist aber auch schon geil. Der Honig kann aber hier gelagert werden, oder? Ja. Honig, sehr gut. So, und du hier oben, du sammelst auch fleißig diese Heilkräuter, oder? Ja. Ja, da ist noch gar keiner drin, scheiße. Ja, da muss ich jetzt mal eben schauen, dass ich da einen reinstecke, weil ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig. Ich nehme hier mal einen raus. Ah, da muss ich jetzt irgendwo einen abziehen. Bertha. So, noch ist kein Trader da. Das ist schon mal gut. Getreide, sehr gut. So, was kaufst du denn? Du kaufst Bretter, sehe ich. Na, da müssen wir eben noch warten, bis die da sind. Ja, Steine sind da. Vielleicht sollten wir den hier noch einen Brunnen hinsetzen, dass die was zu trinken haben. Ich finde das auch total geil, dass diese ganzen Felder alle unterschiedlich aussehen, was die einzelnen Getreidesachen angeht, also die einzelnen Rohstoffe, die man dort anpflanzt. Genauso wie mit den Bäumen, die haben auch alle eine unterschiedliche Ansicht. Das finde ich total cool. Das macht das Spiel unheimlich widerspielsfähig. Fällt mir richtig gut. So, meine Freunde, ich glaube, das ist dann für heute aber auch gut, was das Game angeht. Wir machen mal einen Speicherstand, weil, wie gesagt, ich habe noch Lust, eine Runde CS zu zocken. Ich hoffe, ihr habt auch Lust.